Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. In der CDU rumort es wirklich ordentlich. Die Umfragewerte gehen in den Keller, die Wahlergebnisse gehen in den Keller. Die Partei scheint sich aufzulösen. Die Diagnose ist eindeutig, die CDU hat SPD. Ja klar, die großen Volksparteien werden zu kleinen Volksparteien, das kennen wir, das betrifft natürlich alle, nicht nur die Sozen. Ja, in Thüringen ist die CDU nur noch drittstärkste Kraft, hat kaum einen überzeugt und jeder fragt sich, wer soll die Partei retten in ihrem Zustand? Keine Ambition, keine Erfolge, nur Stillstand und schwaches Personal. Wer kennt sich mit sowas aus? Okay, er wäre frei, aber ob er Lust hat? Ich sage Ihnen, es wird der Tag kommen, an dem die CDU sich wünscht, sie wäre von YouTuber Rezo zerstört worden und nicht von AKK. Denn bei ihr ist es zäher und weniger unterhaltsam. Und letztens hat ja der junge Union-Vorsitzende Tilman Kuban das, sagen wir mal, unfreiwillig treffend formuliert. Deswegen muss auch ein gewisses Voranscheitern möglich sein. Ist möglich, würde ich sagen. Ein wirres Voranscheitern ist möglich. Das können Sie. Das können Sie bei der CDU. Sie haken sich ein und scheitern wirr voran. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wochenlang überhaupt gar nichts gesagt. Weder zu Kram-Karrenbauer-Syrien-Plänen noch zum Zustand der GroKo, nicht mal zur Thüringen-Wahl. Ist ihr das alles völlig egal? Ja? Zeigt sie uns den Mittelfinger? Juckt sie das alles nicht mehr? Sind wir als Volk zu langweilig geworden? Mag sie uns nicht mehr? Ich frage mich das wirklich. Wie können wir Merkels Interesse wieder wecken? Mal Blumen kaufen oder bei ihr staubsaugen, Reizwäsche anziehen? Ich würde alles machen. Nur um das Gefühl zu haben, die Kanzlerin interessiert sich wieder für mich. Jetzt hat sie immerhin dem Spiegel ein Interview gegeben und gesagt, sie, also Merkel, sehe in Deutschland keine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Das ist ja schön. Ich meine, sie hat gut reden. Sie hat ja auch nur ganz selten mal eine Meinung. Der Krieg um Merkels Nachfolge ist in der CDU derweil offen ausgebrochen. Friedrich Merz stellt der Regierung wieder mal ungefragt ein Zeugnis aus. Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Grottenschlecht. Ja, und Merz schafft es immer wieder damit in die Schlagzeilen. Sein wievieltes Comeback ist das eigentlich? Das dritte, vierte, fünfte? Ich habe das Gefühl, Friedrich Merz, es ist ein einziger Schrei nach Aufmerksamkeit. Gibt es doch dieses Bild von Edvard Munch, ja, der Schrei. Ich muss immer denken, es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und jetzt will er ja, das hat er angekündigt, auf dem nächsten Parteitag will er Ende November dann auch reden. Friedrich Merz will reden nach Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich wette, das geht so weiter. Das wird noch in 100 Jahren so sein. Also wenn es die CDU dann noch geben sollte. Ja, ich stelle mir vor, in 100 Jahren, es steht eine Wahl an in der CDU, irgendeine Wahl. Es schießt auf einem Friedhof im Sauerland eine Hand aus dem Boden. Hallo, ich kann es besser und das ist meine Steuererklärung. Ja, auf dem Bierdeckel, natürlich. Aber nicht nur Friedrich Merz hat Ambitionen, auch andere machen sich warm. Von Jens Spahn weiß man das ja. Das ist mir vollkommen klar. Jens Spahn will Kanzler werden, wollte er immer schon. Ich denke mir immer, Jens Spahn hat wahrscheinlich schon als Kind Kanzler gespielt. Das ist so ein Typ. Jens Spahn, oder? Wahrscheinlich war es schon früher so, wenn im Aquarium ein Guppi gestorben ist, dann hat er schon die Ehrenformation der Stofftiere abgeschritten und vor dem Aquarium einen Kranz niedergelegt. Ja, das ist Jens Spahn. Merkel hatte den Spahn ja ins Gesundheitsministerium abgeschoben, wo man eigentlich nur verlieren kann. Und Spahn hat jeden zweiten Tag eine neue Meldung. Der hat schon über 18 Gesetzesentwürfe gemacht, der Streber. 18 Stück. Ich bin heilfroh, dass Spahn nicht Verteidigungsminister geworden ist. Wir wären längst im Krieg gegen Luxemburg, Liechtenstein und Legoland. Nur damit er als Sieger dasteht. Armin Laschet sehen wir hier auch, der dritte von links, Armin Laschet, die blasse Eminenz aus Nordrhein-Westfalen, ne, macht sich da ebenfalls warm, ist noch so ein bisschen unterm Radar, immer so fröhlich, so rheinisch, so jovial, der kleine Hobbit. Ja, er ist ein bisschen der kleine Hobbit, Armin Laschet, ich wette, wenn es am Ende um die Kanzlerschaft geht, um den Wettlauf, wenn es hart auf hart kommt, dann krabbelt der als erster im CDU-Vorstand unbemerkt unter den Tisch und bindet AKK, Merz und Spahn die Beine aneinander. Ja?
So wird es sein. Markus Söder haben auch nur wenige in der CDU auf der Rechnung. Aber der CSU-Chef bereitet sich auch schon vor. Um die AfD-Wähler einzufangen, redet Söder von Asyltourismus und gibt den Hardliner. Und um die Grünen-Wähler einzufangen, will er den Klimaschutz ins Grundgesetz aufnehmen. Söder macht es jedem recht, um anzukommen. Er hat diesen kleinen Nachteil, er ist Bayer. Ja, ist natürlich ein Defizit, ist ein Malus, aber wenn Söder rauskriegt, dass das zum Beispiel hier in Norddeutschland nicht gut ankommt, ich bin mir sicher, der steht morgen im Friesenerz auf St. Pauli. Ja. Mit Sicherheit. Und singt lauthals, ich hef mal ein Hamburger Fährmaster sehen. Zum Chaos der CDU nun mehr in Extra 3 Extra mit Janine Ullmann. Willkommen zu Extra 3 Extra, CDU Extra. Berlin, die Liste potenzieller Kanzlerkandidaten der Union wird immer länger. Nach Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn werden nun auch der Wendler, die Freundin vom Wendler und Lothar Matthäus gehandelt. Wobei Matthäus bereits dementierte mit folgenden Worten: Nee, Leute, geht fort, dafür bin selbst ich mir zu schade. Heizenbeek, die CDU hat am Sonntag erstmals ihr großes Heckenschützenfest eröffnet. Unter dem Motto, erst saufen, dann raufen, soll die Personaldebatte für jedermann zum stimmungsvollen Erlebnis werden. Besondere Attraktionen sind die AKK-Chefschaukel, eine Losbude mit allen Kanzlerkandidaten, also nur mit Nieten, und die allseits beliebte Geisterbahn mit Friedrich Merz. Ja, ist schon irgendwie gruselig. Berlin, in die Streitigkeiten der CDU greift jetzt auch die Bundeskanzlerin ein. Angela Merkel will heute endlich mal auf den Tisch hauen. Das ist falsch. Sie will heute endlich mal einen Fisch klauen. Hamburg. Wissenschaftlern des renommierten Roland-Koch-Instituts ist es nach einer aufwendigen Versuchsreihe nun gelungen, den idealen CDU-Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Klaus Bräune, um wen genau handelt es sich dabei? Ja, Janine, das Ergebnis ist ebenso verblüffend wie erschreckend. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Friedrich Kramp-Spanbauer. Und damit zurück zu dir, Janine. Danke, Klaus. Und jetzt ganz aktuell doch noch eine Meldung von Angela Merkel. Es heißt, sie wolle noch heute ordentlich durchgreifen. Auch nein, das war auch falsch. Sie wolle noch heute einen Lurch streicheln. Ja, okay, warum eigentlich auch nicht. Berlin, die SPD hat das Verhalten ihres Koalitionspartners CDU öffentlich stark kritisiert. Vizekanzler Olaf Scholz zeigte sich dazu verärgert. Zitat: Ständiger Streit und ewige Personaldebatten, das ist immer noch unser Ding, Menno. Düsseldorf. Der Parteivorstand der CDU hat vor der heutigen Klausurtagung beschlossen, die Personaldebatte zu beenden. Man wolle sich fortan wieder voll auf Sachfragen konzentrieren. Besonders auf, sag mal, wer soll's machen? Und sag mal, ist noch Bier da? Und zum Schluss noch einmal zu Angela Merkel. Sie will sich offenbar jetzt doch mit einem Kommentar melden. Es ist tatsächlich wieder eine Falschmeldung. Angela Merkel will jetzt ein Dromedar melken. Naja, ist irgendwie auch was ganz Schönes, finde ich. Das war Extra 3 Extra, CDU Extra und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine. Ja. Vielleicht wird es ja am Ende doch der Söder. Wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich der Söder Kanzler. Ne? Und der Baum wird Vizekanzler. Ich habe das Gefühl, Markus Söder war als Kind zu wenig an der frischen Luft. Kann das sein? Kommt mir immer so vor. Ich glaube, eine Waldkita hätte dem wirklich gut getan. Martina Hauschild. Wir sind alle. So ein Waldkindergarten sieht erstmal harmlos aus. Doch das Land Schleswig-Holstein hat jetzt festgestellt, für Kleinstkinder besteht hier erhöhte Unfallgefahr.
Deshalb soll durchgegriffen und die lebensgefährlichen Waldkrippen für Kinder unter 3 Jahren geschlossen werden. Den Waldkindergarten Wenthoff hier gibt es jetzt seit 14 Jahren. Wir betreuen 27 Kinder in 2 Gruppen. Und in dieser ganzen Zeit ist nie ein Unfall passiert. Gut, es ist noch nie was passiert, könnte aber. Fachleute im Kieler Sozialministerium fürchten, die Kinder könnten im Wald gefährliche Kleinteile verschlucken. Dann ist jedes Einfamilienhaus, jeder Kleingarten, jeder Park eine Todesfalle für Kinder. Nur im Wald kennen die kleinen Kinder die Todesfallen noch nicht. Hier haben wir auch einen Pilz. Ne? Und diese Pilze, die lassen wir hier einfach so wachsen. Ne? Und das weiß Jona. Die kann man auch nicht essen. Die kann man nicht essen, das weißt du schon. Ne? Sicher haben auch viele Eltern Angst um ihre Waldkinder. Im Gegenteil, wenn wir unterwegs sind und so weiter, dann kriegen wir auch mal Sauerampfer präsentiert von unseren Kleinen. Und die wissen sehr wohl, was man essen kann und was nicht. Das Ministerium sieht noch eine große Gefahr. Die dicken Winterklamotten können zu einer entwicklungsphysiologischen Störung führen. Im Winter ist noch mehr Kleidung erforderlich. Hierdurch sind die Kinder in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Dass Kinder, die drinnen im T-Shirt laufen, sich besser bewegen können als ein Kind, was draußen im Schneeanzug den Berg runterläuft, mir fällt dazu einfach gar nichts ein. Das ist Quatsch. Das ist kein Quatsch, sondern das neue Kita-Gesetz vom Sozialministerium. Waldkrippen sind viel zu gefährlich und sollen verboten werden. Allerdings erst ab 2025. Das ist total absurd. Also entweder ist es verantwortungslos, solche Krippen zu betreiben, dann müssen sie sofort verboten werden. Oder es geht noch 5 Jahre, dann geht es danach auch noch. Nee, das geht natürlich nicht. Hier geht es schließlich um die Sicherheit unserer Kinder. Also in 5 Jahren. An der Hamburger Uni versucht der zurückgekehrte Bernd Lucke nach wie vor seine Vorlesungen abzuhalten mit mäßigem Erfolg. Einlasskontrollen, Polizeischutz, es ist die wohl umstrittenste Vorlesung an der Uni Hamburg. Makroökonomie mit Bernd Lucke, dem Mitbegründer der AfD, inzwischen ausgetreten. Ja, und da muss man sich schon fragen, ob die linken Studierenden, die Lucke niederbrüllen und als Nazi beschimpfen, sich selbst und ihrer Sache irgendeinen Gefallen tun. Ich meine, Lucke erfährt ja durch diesen Skandal eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Und der war vorher politisch weg vom Fenster. Lucke musste, das muss man sich noch mal klar machen, der musste auf der Straße Unterschriften sammeln, damit seine neue Partei Alpha auf dem Wahlzettel stehen durfte. Dann hat die Partei auch noch einen Namensrechtsstreit verloren. Lucke war erledigt. Jetzt wird er wieder in Talkshows eingeladen und es wird täglich über ihn berichtet. Das nennt man, glaube ich, neudeutsch Lookism. Eine Protestform, bei der man eine öffentliche Person unnötig aufwertet, indem man sie am Reden hindert. Also ich würde sagen, Lucke ist jetzt eher kein Nazi. Gut, er ist in den großen braunen Haufen getreten und gerade als er dann selber gemerkt hat, wie sehr es stinkt, waren die Schlösser in der AfD-Parteizentrale schon ausgetauscht und er stand im Regen. Sowas kommt ja vor, hat man öfter schon mal erlebt. Die Gründer der NSDAP hätten sich wahrscheinlich auch nie gedacht, dass mal ein Vegetarier die Führung übernimmt. Ne? Das waren stramme Wurstesser. Und ihr Fehler war, sie haben mit der Salatbeilage geliebäugelt und dann hat die Wurst den Kürzeren gezogen. Was ich damit sagen will, weiß ich auch nicht. Es war so ein Vergleich. Und ich habe jetzt Hunger. Egal. Selten ist jemand auf einer öffentlichen Bühne so angefeindet worden. Vielleicht Luke Mockridge, ja, im ZDF-Fernsehgarten. Also, ja, Lucke Mockridge. Ich frage mich nur, wovor haben die Protestierenden denn Angst? Dass Lucke seine Zuhörer da radikalisiert im Hörsaal mit Makroökonomik 2? Da ist die Gefahr von Sekundenschlaf aber 10-mal so hoch wie irgendeine Gefahr durch Radikalisierung. Und ich finde es auch lustig, muss ich sagen, dass jemand wie Bernd Lucke Makroökonomie unterrichtet. Lucke war ja für die Abschaffung des Euro. Dafür hat er gekämpft, die Abschaffung des Euro. Was wirtschaftlich jetzt für Deutschland als Exportnation gelinde gesagt fatal gewesen wäre, den Euro abzuschaffen. Das ist so, als würde ein Medizinprofessor fordern, zum Frühstück mehr Zyankali zu essen. Aber
Wissenschaft heißt ja, dass jemand eine These aufstellt und jemand anders eine Gegenthese. Und dann müssen wissenschaftliche Thesen eben mit wissenschaftlichen Methoden verifiziert oder falsifiziert werden. Es gibt ja ganz andere Wissenschaftler, es gibt ganz andere Thesen. Nehmen Sie jetzt mal nicht Professor Dr. Lucke, nehmen Sie Professor Dr. Best. Wie absurd war das denn bitte? Der hat jahrelang mit einer Zahnbürste im deutschen Fernsehen Tomaten geputzt. Absurd. Ja, bis dann irgendwann ausreichend wissenschaftlich bewiesen war, dass man sein Gemüse besser nicht mit der Zahnbürste putzt. Aber was soll denn das? Dürfen Wissenschaftlerinnen oder Akademiker grundsätzlich nur links sein? Was soll denn das? Unterbricht dann der AStA demnächst auch laufende Operationen im Hamburger Universitätsklinikum? Halt, der Chirurg sympathisiert mit der AfD. Der muss raus. Hier, eine Kollegin übernimmt jetzt, die operiert jetzt weiter am Knie. Sie ist zwar Urologin, aber links. Ja? Was ist denn das doch für ein Demokratieverständnis? Tobias Döll hat mal versucht, sich in die Lucke-Gegner reinzufühlen. Hier an der Uni Hamburg ist für uns vom Arbeitskreis Randalieren geht über Studieren die Meinungsfreiheit das Allerwichtigste. Also wenn unsere Meinung frei ist, ist ja klar. Kann ja schließlich nicht jeder Hans, Franz oder meinetwegen auch Bernd Lucke daherkommen. Da vertreten wir einen klaren Standpunkt. Also ich meine, wir treten da im Stand auf einen klaren Punkt. Nur weil es eine Redefreiheit gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass hier jeder frei reden darf. Und wir finden, alle Macht geht vom Volke aus. Gut, wir sind im Arbeitskreis auf die Idee gekommen, dass bei uns alle Macht vom Volke ausgeht. Und vom Volke geht ganz schön viel Macht aus. Voll klasse Volke. Wie wir von früher wissen, muss man, um ein politisches Zeichen zu setzen, auch einfach mal was zerschlagen. Kennt man ja. Oder halt zuschlagen. Also hier den Laptop, meine ich. Wir sagen immer Bildschirm zu und Regenschirm auf, falls es mal regnet. Ne? Aber wie bitteschön sollen wir unseren offenen politischen Diskurs weiterführen, wenn hier die Türen nicht offen sind? Hä? Ist ja wohl eindeutig Freiheitsberaubung. Wie sollen wir denn jemanden rausschmeißen, wenn wir hier nicht mal rein dürfen? Die reinste Unterdrückung. Gut, da müssen wir unsere Meinung eben durchdrücken. Dann heißt freie Lehre halt, dass der Hörsaal leer ist und alle frei haben. So, und nächste Woche kümmern wir uns um die Freiheit der Lehre an der TU München. Also im übertragenen Sinne, meine ich. Ja, ich finde, was Sie damit locker abgezogen haben, das geht natürlich gar nicht. Aber ist deswegen grundsätzlich die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Wenn man sich die sogenannten Leitmedien anschaut, dann muss man zwangsläufig dieses Gefühl bekommen. Hier, Spiegeltitel, Meinungsfreiheit oder die Zeit. 63% der Deutschen glauben, man müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Oder Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, was man noch sagen darf. Leider nicht viel. Darf ich jetzt nur noch in der Garage hupen? Fragt die Automotorsport. Schild und Hund, Schnuffi bekommt einen Maulkorb. Danke, Merkel. Es ist überall geile Beete, was auch immer das für eine Zeitschrift ist. Worüber darf ich mit meinen Topfpflanzen noch sprechen? Also es sind offenbar Fragen, die viele Menschen bewegen. Und rund 2/3 der Deutschen sind der Meinung, dass man in diesem Land seine Meinung nicht mehr ohne weiteres sagen darf. Wenn ich mir jetzt in Facebook-Kommentarspalten angucke, was da bereits alles rausgekübelt wird, frage ich mich nur, was für schreckliche Meinungen mögen denn das noch sein? Viele Menschen verstehen natürlich unter Meinungsfreiheit, dass sie für ihre Meinung nicht kritisiert werden. Das ist auch eine Form von Meinungsfreiheit, also dann im Sinne von Freiheit von anderen Meinungen. Nach dem Motto, in dieser linksgrün versifften Gesinnungsdiktatur hier, da kann man nicht mal seine Meinung sagen, ohne dass einem ständig jemand widerspricht. Ich denke, die Meinungsfreiheit ist grundsätzlich nicht in Gefahr. Darf man das noch sagen? Ich glaube schon. Und die Demokratie ist auch nicht in Gefahr. Ich würde sogar sagen, dass es für die eigene Meinung Widerspruch gibt, genau das ist Demokratie. Und umgekehrt zu sagen, die Demokratie funktioniert nicht, weil ich für meine Meinung kritisiert werde, ist so, als würde man sagen, mein Fahrrad ist kaputt, weil es fährt. So eine Einschätzung ist weniger ein Zeichen, dass die Demokratie nicht funktioniert, als dass das Bildungssystem nicht funktioniert. Und ja, ich finde auch, man muss nicht jederzeit und überall alles sagen, was einen da womöglich durch die Birne rauscht. Kürzlich hat ja eine Umfrage des Jüdischen Weltkongresses ergeben, 1/4 der Deutschen denkt antisemitisch. Wenn diese Menschen jetzt der Meinung sind, sie könnten ihre Gedanken nicht frei äußern, kann ich nur sagen, ja, richtig so. Ja, man kann ja auch grundsätzlich mal nachdenken, bevor man irgendwas in der Öffentlichkeit sagt. Macht man ja auch sonst, man denkt ja nach. Ja, wenn man aus dem Haus geht, überlegt man sich auch, wo man hingeht, damit man nicht gegen die Laterne latscht.
Was man in Deutschland wirklich nicht sagen darf, ist übrigens relativ übersichtlich. Man darf den Holocaust nicht leugnen. Das ist verboten. Man darf keine nationalsozialistischen Symbole zeigen. Und man darf nicht zu Gewalt und Kriminalität aufrufen. Ne? Holocaustleugnung, Gewaltaufrufe, Nazi-Symbole. Also wenn man jetzt diese drei Dinge als Hobby hat, dann ist man in der Meinungsäußerung wirklich eingeschränkt. Jetzt sagen einige AfDler, ja genau das meine ich doch. Ne? Und viele sind auch der Meinung, die Demokratie... Die Demokratie sei nichts wert. Viele im Osten denken, zum Beispiel über die Hälfte, ist der Meinung, die Demokratie sei nicht besser als das, was man in der DDR hatte. Mein Gut, es gibt Alternativen zur Demokratie. Ist natürlich nicht die einzige mögliche Staatsform. Demokratie ist jetzt eben die Herrschaft des Volkes. Es gibt die Herrschaft von wenigen, das ist die Oligarchie. Die Herrschaft eines Königshauses nennt man Monarchie. Die Herrschaft von kriminellen Banden, das ist die FIFA. Es gibt die Herrschaft, ne, der Intellektuellen, das ist die Expertokratie, die Herrschaft der Intellektuellen, die Herrschaft der Doofen nennt man RTL 2. Ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie eine Alternative ist, aber nirgendwo auf der Welt hat die Unzufriedenheit mit der Demokratie so zugenommen wie in Deutschland. So, hallo zusammen. Hi. Ja, ich habe Pfirsich, Hagebutte oder Birke dabei. Welcher Aufguss entscheidet die Mehrheit, würde ich sagen, gell? Wir leben ja in einer Demokratie. Was ist die Demokratie? Hör mir auf. Ineffizientes System. Genau. Sehr richtig. Was hat uns die Demokratie je gebracht? Nix. Freie Wahlen. Was? Dank der Demokratie haben wir freie Wahlen. Stimmt. Wir können wählen. Ja, schlechte Politiker kann man wieder abwählen. Ja, okay, Wahlen. Aber sonst hat uns die Demokratie nichts gebracht. Ja. Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Gibt's doch gar nicht. Meine Meinung. Aber du kannst ja jederzeit demonstrieren. Gegen zu wenig Meinungsfreiheit. So eine Demo muss nicht mal genehmigt werden. Anmelden reicht. Also meine Meinung... Vorsicht, Hagebutte. Gut, das Wahlrecht und die Meinungsfreiheit verdanken wir der Demokratie. Aber sonst frag ich euch, was hat die Demokratie je für uns... Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gemischte Sauna ist ja toll. Das Versammlungsrecht. Ja, sonst wäre hier nämlich gar nichts mit Sauna. Pressefreiheit. Unabhängige Gerichte, Gewaltenteilung. Menschenwürde. Okay. Außer dem Wahlrecht, der Meinungsfreiheit, dem Versammlungsrecht, der Pressefreiheit, der Gewaltenteilung und der Menschenwürde. Was hat die Demokratie je für uns gebracht? Nix, sag ich. Ja, das stimmt. Ja, wer findet, dass ich recht habe? Kurze Abstimmung, ha? Das ist die Mehrheit. Ja, siehste. Mehrheitsbeschluss. Demokratie ist Mist. Ein Film von unseren Monty Python-Fans, Freddy Radeke und Jakob Leube. Was auch in einer Demokratie nicht geht, was nicht gedeckt ist von der Meinungsfreiheit, ist natürlich eine Beleidigung. Man darf nicht beleidigen, wobei man da schon einen Spielraum hat. Man sollte zum Beispiel einen Polizisten nicht Hurensohn nennen. Das ist definitiv eine Beleidigung, und zwar unabhängig davon, was die Mutter beruflich macht. Ja, das spielt keine Rolle. So, was aber erlaubt ist, ist ein Satz wie, Sie sind ja vielleicht ein komischer Vogel. Ne? Man darf sogar Politikerinnen wie Renate Künast als geisteskranke, Drecksfotze und Stück Scheiße bezeichnen. Wurde vom Berliner Landgericht erlaubt, weil es sich nach Ansicht der Richter in Berlin haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren befindet. Also selbst das ist Meinungsfreiheit. Ja, was absolut eklig und justiziabel ist, leider aber auch Alltag für viele Politikerinnen und Politiker, sind heutzutage Morddrohungen. Cem Özdemir und Claudia Roth von den Grünen haben Morddrohungen erhalten. Auch Mike Moring von der CDU wurde im Wahlkampf in Thüringen bedroht. Und ich denke mir immer, wie war das denn vor 20 Jahren? Also wenn Leute vor 20 Jahren eine Politikerin oder einen Politiker gehasst haben, so richtig gehasst haben, dann haben sie ihm auf dem Wahlplakat mit einem Edding ein Schnäuzer oder ein Sombrero angemalt. Ja? Aber heute dieses hohe Aggressionspotenzial, es trifft ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, auch in anderen Berufen muss man sich wirklich warm anziehen. Du hast dich lange auf diesen Einsatz vorbereitet. Du bist bereit, an deine Grenzen zu gehen.
Deine Mission? Frieden und Gerechtigkeit. Du weißt nie, was dich da draußen erwartet. Bist du auch bereit für uns? Dann folge uns in den Einsatz. Werde auch du Kreisliga-Schiedsrichter. Schiri, das war doch kein Foul, Pfeife. Ich weiß, wo dein Auto steht. Danke, Linda Luft und Dennis Kaup. Es gibt wirklich immer mehr Gewalt gegen Schiedsrichter, vor allem in den unteren Ligen. Ja, Spiele in der Kreisliga, ne, der Schiri pfeift komisch und wird zur Strafe verprügelt. Dabei ist ein Kreisligaspiel anzugucken doch schon Strafe genug. Wer macht denn das freiwillig? Es gab in der letzten Saison in Deutschland über 2.900 tägliche Angriffe auf Schiedsrichter. Ich glaube, manchmal die laufen vor allem deswegen auf dem Spielfeld hin und her, weil bewegliche Ziele schwerer zu treffen sind. Schiedsrichter werden geschubst, verhauen, gewürgt. Unglaublich. Vielleicht sollte man die Schiedsrichter wirklich bewaffnen. Ja, wie gerade eben gesehen, mit Knarren. Ja, Schuss in den Strafraum ist dann keine Anweisung mehr vom Trainer. Das ist eine Verteidigungsmethode vom Schiedsrichter. Oder man sagt, Spieler, die sich daneben benehmen, werden fixiert mit Fußfesseln. Gut, Spieler mit Fußfesseln ist auch nicht gut. Wie würde man jetzt bei einer Mannschaft wie dem 1. FC Köln überhaupt merken, dass da... Ist auch Quatsch. Aber in Berlin haben jetzt Schiedsrichter sogar gestreikt. Und das hat gewirkt, denn ohne Schiedsrichter mussten die Spiele ausfallen. Das fanden viele Mannschaften schlimm. Es gab schon erste Sprechchöre, um die Schiris vom Streik abzuhalten. Nicht mehr Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, sondern Schiri, wir holen dich mit dem Auto ab. Ich frage mich sowieso, warum tun sich Menschen diesen Job an? Man wird nur beleidigt, alle hassen einen, keiner ist mit den Entscheidungen einverstanden. Wenn ich sowas mag, dann werde ich doch nicht Schiedsrichter. Dann werde ich SPD-Vorsitzender. Was sonst noch wichtig war, jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Boris Rosenkranz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Streit um die Grundrente, Folge 570 und immer noch keine Einigung. Ich habe jetzt kein Problem, dass wir noch mal eine Woche nachdenken. Nee, klar, nachdenken war ja auch wenig Zeit bisher. Zieht sich jetzt seit 9 Monaten hin. Immer geht es dabei um den einen Knackpunkt. Knackpunkt, die Bedürftigkeitsprüfung. Ja, Mann, dieser Kackpunkt Bedürftigkeitsprüfung. Also prüfen, wer überhaupt bedürftig ist, steht ja auch so im Koalitionsvertrag. Doch die SPD will das nun nicht mehr. Das hieße dann ja. Denn dann hieße das ja im Umkehrschluss, dass auch die profitieren, die eben nicht bedürftig sind. Jawohl, Grundrente auch für Krösus. Oder vielleicht doch noch mal ein bisschen drüber nachdenken? Ja, ich glaube, es hackt! Und nun ganz fix zum E-Auto-Gipfel im Kanzleramt. Da sind sie doch sicher turboschnell unterwegs, oder? Na los, sag schon. Wir können es nur schaffen, die Mobilität von morgen. In Scheuers Schnarchtempo schaffen wir das schon mal gar nicht. Gibt bislang viel zu wenige Ladesäulen, aber Autofirmen wollen ja jetzt 15.000 neue bauen. Wo denn so? Die Hersteller, die sollen jetzt vor allem erstmal auf ihrem Betriebsgelände vorlegen, also Mitarbeiterparkplätze ausstatten oder aber auch Kundenparkplätze vor Autohäusern zum Beispiel. Na sicher, für Kunden und Mitarbeiter prima. Außerdem soll es bis 2030 bundesweit 1 Million öffentliche Ladestationen geben. Würde bedeuten, man müsste jeden Tag 270 Stationen bauen. Ach, ein Klacks, geht doch zackig, oder Andi? Sag mal. Wir können es nur schaffen, die Mobilität von morgen. War sonst noch was? Ach ja, Brisant im Ersten hat ein neues virtuelles Studio mit dem virtuellen Treppenwitz der TV-Geschichte. So, und jetzt nehme ich Sie mit nach oben in die prominente Etage bei uns. Ja, und schwupp ist sie oben. Oh, Vorsicht, nicht über die Grafik stolpern. Das war knapp. Und eine Frage noch mal zu diesem Studio. Was ist da schiefgelaufen? Das ist die große Frage. Ja, aber echt. Ich bin ja so gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht mit der Regierungsbildung in Thüringen, jetzt nach den Landtagswahlen. Es haben gerade 17 CDU-Funktionäre angeregt, doch durchaus mal ergebnisoffen mit der AfD
zu reden. Und Björn Höcke hat heute mitgeteilt, er sei durchaus bereit, eine CDU-geführte Minderheitsregierung zu unterstützen. Würde er machen. Höcke würde das machen. Er würde sich aber auch jederzeit von Hindenburg zum Reichskanzler ernennen lassen. Das war Extra 3. Jetzt kommt Zapp. Die Kolleginnen und Kollegen fragen sich auch, wo Angela Merkel abgeblieben ist. Vielleicht haben die ja eine Antwort. Ich sage, bis nächste Woche.